Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer und abstrakte Abbildungen geeignet. Boah, ich sag denn, welcher Schmutzfink wohnt denn hier? Was ist denn das hier für eine Unordnung? Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Verdammt lange ist es her. Könnt ihr euch noch erinnern, als ich angekündigt habe, schickt mir Banner und Kanal? Bilder ein. Und ich habe verdammt viele Einsendungen bekommen. Ich will neuen Kanalbanner, neues Profilbild, ja. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, habe ich 148 Mails in meinem verschissenen Postfach. 148! Es gibt Leute, die sich hinsetzen und einen Kanalbanner und ein Profilbild für mich gestalten. Und dann kommen Sachen raus wie folgende. InScope 21. Was vermittelt der Channel? Natürlich Fitness. Ich bin im Vordergrund im Posier der Stellung mit dem In21-Shaker, den es gar nicht gibt. Links daneben ziehe ich ein angenehmes Gesicht, ungefähr so. Und rechts daneben bin ich am Musik hören. Rechts daneben ist ein Audi A8. Ah, wahrscheinlich Audi A8, oder? Ich habe gestern ein Instagram-Bild rausgehauen, wo viele Leute geschrieben haben, dass ich aussehe wie ein Magier. Danke erstmal für die Resonanz, dass ich anscheinend aussehe wie ein Magier. Ja, und jetzt ist jemand hingegangen, der hat sich gedacht, nee du, es interessiert mich nicht. Du Digga, pass auf, wenn da die Leute schreiben, der Typ ist ein Magier. Ja, da habe ich auf jeden Fall das richtige Format gefunden, wo ich dich einsetze. Der nächste Kandidat hat einen Text geschrieben, ist diesmal echt gut geworden, war beim ersten Versuch echt unzufrieden mit meiner Arbeit, aber das Resultat jetzt lässt sich sehen. Und das soll jetzt die groß angekündigte Arbeit von dir sein. Starke Nummer, Digga. Ich muss echt sagen, ich finde den Effekt, den du über das Bild und den unglaublich hochwertigen Schriftzug gelegt hast, mit diesem Unschärfe-Ding, mega nice. Und ich find's einfach auch geil, dass du einfach hergegangen bist und gedacht hast, gut, was will ich mit einem Kanalbanner? Den verdreifachen wir doch einfach mal, oder? Ah! Der nächste Kollege hat einfach nur geschrieben, halt einfach dein Maul, Fragezeichen. Gucken wir es uns doch kurz an. Oh, das Profilbild finde ich gar nicht so schlecht. Aber die 21 sieht mega billig aus. Der Grundgedanke nicht schlecht mit dem Bild mit der Sonnenbrille und so. Aber also es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr mir hier um die Ecke gehen könnt. Jonathan, bitte erklär die zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie so ein Kanalbanner aussehen kann. Möglichkeit Nummer 1. Lasst den Kanalbanner fertigen und bringt auf diesem Kanalbanner eine Erkenntnis rüber, die so in diesem Jahrhundert noch nicht von der Menschheit gesehen wurde. Abstrakte Abbildungen, Messages, die in den tiefen Untergrund der tiefsten Tiefsee lungern. Witz und Humor sind am Stande des Petreliums auch noch zu finden. Doch in dem großen und ganzen Bild der abstrakten Kunst und der Zivilisation ereignet sich ein Bild, das so in dem 21. Jahrhundert... Oder Möglichkeit Nummer 2. Setzt euch hin und macht einfach den letzten Rotz. Da das jetzt kurzerhand geklärt wurde, gucken wir, was mich als nächstes erwartet. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Banner, ich finde, der hat was. Und das Profilbild, es ist nicht schlecht, sage ich, aber es ballert mich jetzt auch nicht komplett aus den Socken. Die Elvira. Ah, ein kleiner Text, ein Brief. Oh, den möchte ich mir gern durchlesen. Ich war ja neulich auf dem Cinemax Universal Meet and Greet. Leute, da war wirklich ein Zuschauer, der hat mich mit einem Geschenk überrascht, ja. Da können Shirin, David, Melina, Sophie, Dagi B und Bibi zusammen einpacken mit den Fangeschenken, die da eingezogen haben, ja. Der war so außer Rage und Rand und Band. Der hat sich, glaube ich, echt Jahre über das Geschenk Gedanken gemacht, Leute. Und ich bin immer noch fassungslos, wie viel mir das bedeutet. Und zwar hat er mir das gute Alte, und wer kennt's nicht, Dünnschiss-Shampoo. Das ist der Eis-Effekt-Duschgel. Bis zu minus 100 Grad geht es, das Duschgel hier. Das ist natürlich für Körper, Gesicht und Arm. Bis heute langjähriger Nutzer vom Dünnschiss-Shampoo. Ganz große Props. Die Elvira. Lieber Nico, hier dein neues Profilbild und dein neuer Banner für YouTube, den ich und meine Freundin für dich gemacht haben. Ich liebe dich, mach weiter so. Ich bin mega stolz auf dich, wie weit du es geschafft hast, und wünsche dir alles Gute für die Zukunft und mach weiter so. Ich glaube, das Ganze muss so ausgesehen haben. Weißer Hintergrund. Wie machen wir's?
eine 21 drauf. So, und dann haben sie so gedacht, nee, das kann es nicht gewesen sein, ja. Dann wurde wahrscheinlich kurz an 10.000 Mal mein Gesicht ausgeschnitten. Ja, also die verschiedensten Themenbereiche, die ich abdecke in meinen Videos, absolut gut dargestellt. Elvira, Grüße gehen raus an euch und eure Instagram-Seite. Ihr seid wirklich super toll. Genauso wie das neue Dünnschiss-Shampoo von Dünnschiss-Shampoo. Als nächstes haben wir den Max. Hi, bin zwar wirklich scheiße mit Photoshop und Co., aber ich denke, das Logo passt zu Glatzo. Und die 21, sag mal, was ist denn das für eine geile Schrift auch? Da bin ich wirklich, ich bin total überfordert. Moritz Mertens, der Banner. Moritz, danke Mann. Das hätten wir ohne dich nicht hingekriegt. Ich will einen lebendigen, einfach einen witzigen oder einen epischen oder einen geilen, lebendigen Kanalbanner mit einem geilen Profilbild, wo du sagst, das ist InScope. Und es kann ruhig auch mal witzig sein oder so, aber denkt euch wirklich was dabei. Trotzdem, vielen, vielen Dank an alle, die mitmachen. Richtig geile Aktion. Hier sind YouTube-Banner und Logo. Der Typ war wahrscheinlich komplett auf LSD, oder? What's that, man? InScope 85. Guck mal, das finde ich zum Beispiel geil. Es ist einfach so extra wack. Wäre jetzt unten noch so ein alles klar drunter, dann muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich fast überlegen, ob ich den sogar nehme. Es ist einfach scheiße, aber es ist so scheiße, dass es schon wieder geil ist. Freunde der guten Unterhaltung. Es ist der nächste Tag. Ich hab noch ein paar gute gefunden. Ich muss sagen, ich habe einen gefunden, der mir persönlich richtig gut gefällt. Die E-Mail vom Dennis Ecke, ja. Lieber Dennis Ecke, hoffentlich geht's bei dir auch demnächst mal geradeaus. Oh, scheiße. Dreimal länger anhaltende Verdummung. Meine Kanäle bieten die wohl beste Verdummung auf YouTube. Falls der weiße Riese oder Meister Proper jetzt hier um die Ecke kommen will und mich verklagen will, bitte wendet euch an mein Management. Die Helena, die hat echt ein geiles Titelbild gemacht. Das ist dieser ganz eigene Charakter. Dann einfach so ein nettes Verpisst euch in die Mitte und im Hintergrund schön den Alles-Klar-Schrift zu. Helena, ich habe das Gefühl, wir beide verstehen uns. Also ich muss mich an der Stelle wirklich mal ganz klar bedanken bei meiner Community. Am liebsten würde ich eigentlich alle Banner und Profilbilder, die mir geschickt werden, einfach bei mir reinhauen. Aber ich muss mich halt entscheiden und die Entscheidung ist halt echt nicht einfach, ne? Den finde ich zum Beispiel wieder, der hat was. Guck mal, hallo Nigo. Als ausgebildeter Grafikdesigner habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und dir die Creme de la Creme der Logos und Banner für deinen YouTube-Kanal gestaltet. Normal verlange ich für meine Arbeit gutes Geld, für dich aber ausnahmsweise mal kostenlos. Digga, danke, ohne Scheiß. Im Anhang das gewünschte Bildmaterial. Ich muss halt ohne Scheiß sagen, das ist halt richtig gut. Was verkörpert dieser Channel hier? Du guckst die andere YouTube-Kanäle an und du denkst, ah, okay, ist wieder so ein Video. Und dann kommt auf einmal dieser eine Typ, der macht sich einfach kurzerhand über sich selber lustig. Und es ist einfach ein Titelbild, wo man so denkt, Alter, damit hätte ich echt nicht gerechnet, aber es ist so scheiße, dass es wieder witzig ist. Alter, ich weiß nicht, welches ich nehmen soll. Also passt mal auf, ich habe ja jetzt so meine persönlichen Favoriten. Als Banner, okay? Entweder wir nehmen als Banner und es, ich will jetzt von euch, dass ihr es in die Kommentare schreibt und ich gucke dann demnach, wie ich mich entscheiden werde, okay? Wir haben als allererstes, welchen ich hier mega witzig finde, diesen Harry Potter Banner. Dann als Profilbild zu dem würde ich das mit dieser Glatze. So, das wäre Combo 1. Combo 2. Den finde ich mega witzig und auch irgendwie mega geil und passend. Oder wir haben Nummer 3, der Designer, der normalerweise Geld nimmt. Jetzt schreibt mir bitte mal in die Kommentare, welches ihr am geilsten findet. Jeder von euch schreibt einen Kommentar, welches ihr haben wolltet. Ich muss echt sagen, das ist heute eine verdammt schwierige Verpistung. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Daumen auf jeden Fall 10 Millionen Videos nach oben da. Wenn ihr wollt, dass dieses Ding hier weiterläuft, schickt mir gerne jetzt eure Vorschläge bzw. eure Designs an die E-Mail, die unten in der Beschreibung verlinkt ist. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall jetzt in die Kommentare, welchen Banner und welches Profil ihr am besten fandet von den dreien. Und ja, ansonsten würde ich sagen, checkt mal im Merch vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.